Herzlich willkommen, ich begrüße euch zu die Siedler 5, das Erbe der Könige. Wir sind ganz entspannt hierbei, ein wenig uns hier vorzubereiten. Und mir fällt gerade auf, der gute Seifried, genau, der muss ja zu dem Bürgermeister. Ach, wie schön, das habe ich ja tatsächlich sogar noch richtig im Kopf, das ist ja Wahnsinn. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben viel geschafft in der letzten Folge. Wir haben tatsächlich unsere Gegner besiegt im Norden und das ist natürlich ein Grund zum Feiern. Und deswegen werde ich auch gleich hier hin ein weiteres Türmchen bauen, das dann hier möglicherweise zu ein paar Truppen rüberschießen kann. Das wird ja hier die nächste Gegend sein, die wir irgendwie plattwalzen müssen. Ich habe, glaube ich, meine Kundschaft da schon irgendwie hier auf Position geschickt. Ach genau, mit dem wollte ich hier so ein bisschen mich umschauen, was es denn hier zu erblicken gibt. Okay, eine Bank auf jeden Fall. Warte mal, man kann doch bestimmt von hier auch... Guckt mal, da ist eine Kiste! Ich fasse es nicht. Von da kann man auch irgendwo rüber gucken. Ja, okay. So, okay, wir schauen mal, was gibt es hier zu sehen. Nur ein paar Wohnhäuser, okay. Also bislang noch nicht so viel jetzt gesehen. Hochschule hier und eine Uhr, naja gut. Also wir müssen irgendwie gucken, dass wir tatsächlich dann den Schießplatz am ehesten kaputt hauen. Da muss ich nochmal gucken, wie wir das gedeichselt kriegen wollen. Das kann noch ein bisschen anstrengender werden. Hatten wir nicht drei Kundschaften? Ach so, einer ist hier noch, ne? Ja, den brauche ich eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich völlig unnütz. Guckt mal, kann man hier womöglich das Wasser absenken und dann wird hier ein Weg frei und dann kommen die hier rüber. Oh, das wäre aber ganz böse. Ja, wir werden heute uns ganz gemütlich vorarbeiten. Ein bisschen was tun. Hier ein bisschen unsere Leute in der Schwefelgrube versorgen. Unglaublich, dass ich die noch nicht gebaut hatte. Ich fasse es nicht. Haben wir eigentlich irgendwas noch zum Veredeln? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Okay, wir haben die Büchsenmanufaktur hier, gut, die veredelt. Aber es gibt ja auch gar nicht so viel zum Veredeln. Die Ziegelbrennerei hier, guckt mal, 104.000 Lehm können die veredeln. Und wir haben ja auch noch eine fette Lehmgrube da oben, die auch noch, glaube ich, knapp 100.000 oder so hat, ne? Warte mal, was eigentlich mit dem Bauernhof? Den können wir jetzt erstmal abreißen hier, den brauche ich nicht mehr. Baut mehr Bauernhöfe. Den Bauernhof brauche ich auch nicht mehr. So, hier Lehmbergwerk, genau, da ist es. Hier. 120.000 sind dann auch drin, ey, das ist ja Wahnsinn. Hier die Tribute zum Zahlen, zum, ja, das können wir später machen. Erstmal ist da ja noch kein wirklich dringliches Ereignis. Ja, fertig, okay. Ja. Was ist denn da? Gelber Zaubertrank. Der Zauber gegen die Kavallerie wirkt auf deine Helden nicht mehr. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Moment, der Zauber gegen die Kavallerie. Moment. Verstehe ich das richtig? Gegen die Kavallerie heißt doch, es kommt Kavallerie, oder? Habe ich das richtig verstanden? Oder was meinen die? Gegen die Kavallerie. Der Zauber gegen die Kavallerie. Also irgendwas, was die Kavallerie schlechter macht? Das kann ja eigentlich nicht wirklich sein. Gibt doch nur was, was es besser macht. Irgendwie. Ihr habt nicht. Verstehe ich nicht ganz, aber. Ja. Wird sich schon zeigen, was da das Richtige ist. So, was gibt's denn hier? Also, das Tor ist zu, ne? Das Tor ist auch zu und da haben wir Leuchtturm und Kanonentürme. Okay. Und eine Wohnstätte und so ein Zeugs und Skriptorium und was auch immer. Okay, hier sind die Tore also alle noch geschlossen. Das heißt, die werden noch vermutlich auch nicht aufgehen, oder? Na, zumindest nicht sofort. Ich will ja mal hoffen, ne, dass die nicht gleich aufgehen, sondern wir dann wirklich die Chance haben, hier durchzupreschen. Ich wollte ein paar Reiter ausbilden. Die Frage ist, ob das jemals so funktionieren wird, wie ich das möchte. Das kann sein, dass das voll in die Hose geht. Habe ich überhaupt genügend Plätze, um ein paar Reiter auszubilden? Nö, habe ich nicht wirklich, ne? Das ist ja jetzt ein bisschen doof. Dann entlassen wir doch mal die beiden hier. Und die beiden auch. Und haben wir so, hier sind auch noch nicht so wahnsinnig viele. Erstmal ein paar Leute entlassen. Wir werden die zwar brauchen. Ach, guck mal hier. Wie soll ich mich konzentrieren, der Trupp. Wir werden die zwar brauchen, aber jetzt sind mir gerade die Reiter echt wichtiger.
dass wir die halbwegs im Griff haben. Okay, Sperrträger für alle Notfälle habe ich ja da. Ach komm, ey, ganz ehrlich. Ich habe Rohstoffe in Massen. Ich brauche die Typen hier alle nicht. Zumindest nicht so in der Menge. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. So. Bumm. Aber noch ein paar Hauptmänner, das reicht völlig. Das reicht völlig. Okay, wir brauchen irgendwo, bräuchten wir tatsächlich vielleicht mal so langsam einen Schießplatz, nicht einen Schießplatz, sondern eine Reiterei. Wenn ich nur wüsste, wo die ganz gut angebracht wäre. So, was ist mit dir, Kollege? Hier, du kannst dir noch ein bisschen Leben hacken, da ist ja noch jede Menge da. Den Typen brauchen wir auch nicht mehr hier. Was macht der da? Okay, also. Haben wir echt nur eine Reiterei hier am Arsch der... Ich hab doch hier irgendwo eine gebaut. Bin ich blöd? Ich hab doch eine Reiterei gebaut irgendwo. Oder nicht? Hatte ich nicht hier irgendwo einen Reitplatz? Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Interessant. Ist ja echt interessant. Okay. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo noch was bauen können. Vielleicht hier vor... Nein, natürlich nicht. Ich glaube, hier wird auch nirgends Platz sein dafür... Können wir das abreißen vielleicht, aber ja, selbst dann wahrscheinlich nicht. Aber wir können das mal probieren hier. Attacke. Machen wir das Tor kaputt. Wir machen hier mal ein bisschen Platz. Ach Gottchen. Das nimmt überhaupt keinen Schaden. Ja komm, da müssen wir mal mithelfen. Angriff. So, geht mal auf die Mauer da erstmal nebenan. Dann, das geht ja vielleicht besser. Vielleicht kriegt die mehr Schaden. Nein, ich weiß nicht. Okay. Scheint nicht so zu sein. Als wäre es da irgendwie... Ich hab getan, was ihr wolltet. Sehr gut. Kommt da noch ein Turm hin? Nee, da passt nichts mehr. Okay, dann nicht. Dann hack hier ein bisschen Holz, dann können wir hier weiter vorankommen. So, Seyfried. Du gehst mal hier zum Bürgermeister rüber. So. Ja, wir machen jetzt hier die Mauern kaputt. Damit wir dann da gleich schön Gebäude bauen können. So, nächste Mauer. Ja, ich glaube, da passt trotzdem nichts hin. Aber, weil naja. Die Steuern zu hoch sind. Wir werden es mal probieren. Für Ruhm und Ehre. Wir werden es mal probieren. Oh, guck mal. Nur Mut. So, wir auf sie. Sie. Mach die Mauern kaputt. Alle Mauern vernichten. Ja. Ich habe irgendwie ja im Moment ein wenig Schiss, das Nur Ganze Mut. Noch das Ganze neu aufzubasteln. Sie. So, gucken wir mal. Ach, das geht doch. Ha, perfekt. Ja, gut, dass ich das gemacht habe hier. Das ist ja gut, dass ich das gemacht habe. Ey, wo will der Leib eigentlich hin? Na. Dann gehst du hier mit zum Eisenhacken, meine Güte. Das ist jetzt schöner. So, und du gehst hier Kein und baust Problem. Mit am Stall. Und man mit mal, was wir mit dem Kollegen machen, das weiß ich auch schon ganz genau. Guck mal, ein Aussichtsturm. Das ist ja schön. Wo haben wir denn unsere Leute? Hier sind unsere Schutzbefohlenen. Die passen natürlich auf, dass hier nichts passiert. Und dann, ja, werden wir das hier schon irgendwie in den Griff bekommen, denke ich mal. Ich bin da sehr mutig. Wir brauchen nur ein paar Reiter und dann zack, 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 werden die hier durchstürmen und sich erstmal gleich den Schießplatz krallen. Ist auch völlig egal, ob die sterben. Ich will einfach nur, dass sie da durchkommen und irgendwie den Schießplatz vernichten. Mehr muss nicht sein. So, ja. Werden wir hier noch angegriffen? Achso, die machen die Mauer noch kaputt. Okay. Eure Arbeiter empfangen Na, macht mal. Den Segen durch macht die mal die Mauer kaputt da. Oh, guck mal, da kommt der andere auch endlich an. So. Habt ihr gut gemacht. So, jetzt ist kaputt. Das Ding lassen wir da stehen, einfach als Mahnmal. Einfach so. Lass ich einfach mal da stehen. Jo, was gab's hier sonst noch? Hier gab's keine Rohstoffe, glaube ich, ne? Hier könnte ich eigentlich aber auch mal irgendwie so ein Türmchen oder so hinsetzen, dann, dass ich dann hier so ein bisschen... Ach doch, guck mal, hier gibt's ja 23.000 Schwefel und nochmal 9.000 Steine. Ist klar. Guck mal, da ist sogar irgendein Idiot am Schwefelhacken. Ich fasse es nicht. Gibt's ja wohl nicht. Und hier ist auch noch jede Menge Eisen, natürlich, logischerweise. Wäre auch langweilig, wenn nicht. Was machen hier diese komischen anderen Leibeigenen? Die gefallen mir irgendwie so nicht. Die gefallen mir nicht. So, dann würde ich sagen, schicken wir die beiden mal hier hin, die sollen uns hier ein Türmchen bauen. Irgendwo so hin. Ja. Damit wir hier ein bisschen das Land einsehen können. Das Land hier ist, glaube ich, egal. Hier unten haben wir ja Leonardo, den ich im Moment nicht sehe. Okay, mit dem Bürgermeister quatschen, das hat noch ein bisschen.
Ich muss erstmal hier unsere Kavallerie ausbilden. Oh weia. Es kann passieren, dass ich dann hier die Speerträger brauche. Wenn tatsächlich hier dann Kavallerie von drüben kommt. Das wäre ziemlich bitter. Ich hoffe einfach, dass dem nicht so ist. Da keine Kavallerie kommt. Ich muss auch auf jeden Fall gleich dann, wenn es so losgeht, muss ich direkt dafür sorgen, dass unsere... dass wir das Menü direkt überspringen. Also die Nachrichten mit hier, jetzt ist die Brücke runtergelassen und so und wie auch immer. Weil sonst wird das nix. Dann kommen die Leute nämlich schon und unsere Reiter kommen gar nicht mehr auf die andere Seite. Das wäre nicht gut. So. Ja, viel Platz haben wir echt nicht für die Leute, ne? Das ist, 6 Trupps Reiter ist eigentlich ein bisschen mau. Da müssen wir mal gucken, ob wir noch ein bisschen was hinkriegen. Na, mal schauen. Mal schauen, was da noch geht. Vielleicht können wir hier noch so ein paar vernichten. Guck mal, was sind das für welche hier? Die brauchen wir doch alle gar nicht hier. Seid unbesorgt. Komm mal hier rüber. Sonst erstmal so einen Trupp Schwertkämpfer dann vernichten. Oder auch nö, ich kann ja mit den Schwertkämpfern einfach gleich mit rüberlaufen. Okay, da geht noch was. Da geht noch was. Dann machen wir doch noch ein paar Reiter. Aber das, die Idee finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich nehme einfach die Schwertkämpfer mit. Die müssen sowieso hier runter. Sofort. Und dann kommen die einfach mit den Reitern mit rüber. Ist doch ganz simpel. Wird gemacht. Und weil die müssen ja erstmal produzieren. Und das ist mein einziger Vorteil, dass in der Zeit, wo die noch nicht produziert haben, kann ich losstürmen. Die einzige Chance, die ich im Prinzip habe, dass ich die Zeit da nutze. Und dann irgendwie so versuche da ranzustürmen. So, meine Reiterstaffel, die kriegt dann gleich natürlich auch ihr schönes Symbol. Damit sie eine Gruppe sind und eine Gruppe bilden. So, meine Schwertkämpfer sind da, sehr gut. Und ihr seid jetzt die Gruppe. Habe ich schon eine Gruppe 2? Ja, irgendwelche Scharfschützen. Hä? Aber welche? Ach, die da. Wir erledigen das. Die Scharfschützen sind das. Okay. Jawohl. Okay, ich habe aber keine Gruppe 1 mehr, dann sind unsere Reiter jetzt die Gruppe 1. So, sehr gut. Steuerung 1. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, speichern wir einmal ganz fix zwischen. Ich bin ja mal so mutig und speichere lieber vorher. Und dann, bitteschön. Hallo Seifried, vielen Dank, dass du uns befreit hast. Ach nee, du hast uns befreit. Ich muss mal schon so rumreden, nicht? Jetzt möchtest du noch einen Passierschein, oder? Ja, aber ich nehme natürlich nur den Passierschein A38. Genau, der Wächter hat etwas von einem Passierschein Nummer 12 für die Brücke gesagt. Ja, ja, ich weiß. Er nimmt es sehr genau. Hier, bitteschön, Passierschein Nummer 12. Hast du diese Mönche schon gefunden, die ständig meine Arbeiter zu ihrem Glauben überreden? Oh. Gibt's da schon wieder neue, die hier rumlaufen, oder wie? Das wäre nicht gut. Ich finde sie so schwer. Immer wenn ich ankomme, sind sie schon wieder weg. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, das stimmt. Das ist alles nicht cool, aber wir haben ja unsere Leute. Da kann ich helfen. Oben beim Wasserfall. Hinter meiner Burg steht ein Fernrohr. Aktiviere es und es zeigt dir den nächsten Mönch. Ui! Da muss ich hin! Ich muss im Wasserfall. Danke, das hat mir noch gefehlt. Werde ich gleich mal ausprobieren. Oh ja, allerdings werde ich jetzt gleich mal ausprobieren. Wo? Wasserfall? Wie? Wat? Wo? Burg? Wo ist seine Burg? Wo ist seine Burg? Wo? Nee, da kann ich nicht hin. Wo ist denn seine Burg? Ja. Hallo? Jawohl. Hallo? Wasserfall? Burg? Aber nicht hier, ne? Ist hier noch ein anderer Wasserfall? Oder meinen den Wasserfall hier? Hier ist ein Teleskop, ein Fernrohr. Ist hier ein Wasserfall auch? Dass der den meint? Ich höre einen Wasserfall. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo was ist. Ja, ja. Guck mal, hier, da ist auf jeden Fall irgendwas. Komm, wir gehen da mal hin. Hier ist ein Teleskop. Das ist doch bestimmt das, was er meint, oder? Gibt es noch einen anderen Wasserfall? Also hier ist auf jeden Fall die Burg. Wenn es die Burg ist. Ich weiß ja nicht, ob es die Burg ist. Aufträge, Dramatulix. So, ist die Dingsbums jetzt schon unten? Ne, die ist noch nicht unten. Muss ich wohl doch erstmal da aufmachen, ne? Oder so. Hä?
gibt es sonst noch einen anderen Wasserfall, eine andere Burg? Nö, eigentlich kann nur die gemeint sein. Das ergibt ja auch Sinn da mit dem komischen Geiger-Müller-Zählrohr. Einem Fernrohr. So, die beiden kommen natürlich auch noch mit hier runter, ist ja logisch. Nicht, dass die hier irgendwie zurückbleiben und uns dann da irgendwie rumstehen und uns keine große Hilfe sind. Fertig! Eure Priester segnen die Bewohner. Sehr gut macht er das. So, dann hier, dürft ihr hier noch ein Türmchen bauen und dann geht's an die Arbeit. Okay, sehr gut. Wissen wir erstmal Bescheid. Dann wissen wir erstmal Bescheid. So, hier, Eisen wird schön gehackt. Echt, dieser eine jämmerliche andere Arbeiter noch da. Ha. Ach ja, hier sind ja auch noch Speerträger. Hä, die haben sogar einen Stern? Ne, die haben keinen Stern. Sieht nur so aus. Sieht nur so aus. Was waren unsere Handelsbemühungen? 22% und hier sind es wahrscheinlich noch weniger. Oh, doch, 67 schon. Ach, ging das hier schneller? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was wo wie fix war oder was auch immer. Okay, hier haben wir noch Spezialeinheit. Und das Sägewerk arbeitet vor sich hin. Und ansonsten ist das auch eigentlich alles gar nicht so schlecht hier. Wir müssen nur gucken, dass wir nicht sterben. Aber wir haben auch genügend Militärgebäude hier noch irgendwie über die halbe Karte verteilt. Insofern glaube ich, das ist gar nicht so dramatisch. So, hier. Schwefel. Guck mal. Ist da so ein mickriger Leibeigener, der Schwefel rumklöppelt. Was haben wir hier? Achso, nur unsere Garnison. Lauf, Seifried. Lauf. Achso, nee, warte, komm. Wir machen erstmal das Tor auf. Und dann können wir immer noch auf die doofe Idee, also die Brücke runter. Und dann können wir immer noch auf die doofe Idee kommen und da hinten durchs Fernrohr gucken. Das ist mir egal. So, Wächter, tu deinen Job. Du schon wieder? Ich meine natürlich, du schon wieder? Du schon wieder? Jo. Was gibt's Neues? Ich habe den Passagier Nummer 12. Bitte öffne die Brücke für mich. Öffnen vor allem. Schließen bitte. Etwa, wo ich mich gerade habe aufgemacht habe. Oh Gott, ich muss ja mal bayerische Akzent wieder reinkriegen. Sehr fix, immer irgendwas. Ich hab's doch verstanden. Du hast gerade ein Bier geöffnet. Hast du vielleicht auch noch eins für uns? Ja, ein Bierchen wäre gut. Noch ca. 3 Maß verlängst du die Hütte mit der Bedienungsanleitung zum Öffnen der Brücke. Ah, verlässt du. Ich besuch dich mal zu Hause. Dann trinken wir in Ruhe 1 oder 2 oder 3. Labber. So, mach da jetzt die Brücke runter. Ne, mach da nicht. Der Sömmel. Der Ömmel. Ey, du Ömmel. Wir müssen hier irgendwie der Brücke runterkriegen. Was denn da los? So soll es sein. Alter, sein Ernst? Jetzt macht er die Kackbrücke nicht runter, nur weil er hier ein Bier getrunken hat, oder was da los? Ist doch wohl nicht zu fassen. Hä, wie? Was jetzt? Ja, natürlich. Ah, Maschine. Halt, da, wie Maschine. Dampfmaschine. Okay, die macht die Brücke anscheinend runter. Hä? Ja, nee, das verstehe ich wieder nicht. Jetzt ist das Ding wieder weg. Ah? Jawohl, Herr. Okay. Okay. Auf in den Kampf! Auf in den Kampf! Und unsere Leute mit natürlich. Laufen da mit rein. Und wo ist Hasso? Hasso ist unsere Nummer 9. Hasso kommt mit hier rüber. Natürlich. So, und Seifried, du bleibst jetzt erstmal. Du gehst mal hier das Teleskop besuchen. So soll es sein. So. Jetzt gucken wir mal. Also, keine Rücksicht auf Verluste nehmen. Wir gehen mit unserem Reitertrupp einfach schön auf den Schießplatz und machen den einfach mal kaputt. Ist mir auch egal, wenn da welche sterben von uns. Das ist völlig Wurst. Wir müssen nur schnetzeln. So. Schnetzeln. Turm kaputt machen natürlich, logischerweise. Wo sind unsere Schwertkämpfer? Die können sich hier mal die Leute schnappen. Und unsere Reiter ziehen weiter durch die Gemüsefelder. So, hier muss er irgendwo dann auch schon wieder... Da kommen auf jeden Fall welche her. Hier ist auf jeden Fall irgendwas. Lass ihn traurig sein, ist mir egal. Da ist ein Schießplatz. So. Man muss schnell sein und wir sind zum Glück ja schnell. Wir sind ja zum Glück sehr schnell, sehr fix unterwegs. So. Den Schießplatz haben wir auch schon erledigt. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir hier unten noch irgendwas hinkriegen. Ach nee, hier ist irgendwas wohl. Mit einem Fernrohr oder so. Keine Ahnung. Da ist ein Ordensritter. Oh, mit dem müssen wir natürlich arg aufpassen.
Mit dem müssen wir natürlich arg aufpassen. Kommen hier welche? Oh, 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 nicht gut. Okay, du bist der Falsche. Sorry, Kollege. Dich wollte ich gar nicht gestört haben. So. Okay. Unser Trupp 1 sucht weiter. Oh, da kommen auch noch von welche von da. Okay. Dann gibt es hier auch noch irgendwie einen weiteren Schießplatz. Müssen wir auch noch schnell ausschalten. Hey, das lief aber jetzt gut. Schon zwei Schießplätze kaputt gemacht. Ah, Schießanlage. Hier eine fette Schießanlage. Na, natürlich. Okay, aber wir haben unsere Leute ja hier. Und werden jetzt mal ganz fix das... Das Fernrohr zeigt dir einen Mönch... ja, klar. Ha, versuch ihn zu erwischen, bevor er die ganze Bevölkerung bekehrt. Okay. Ja, das kriegen wir schon hin. Sie greifen an. So, macht sie alle kaputt. Schießanlage zerlegt. Sehr gut. Dafür sind wir genau die gehen weiter. Wir müssen weitermachen. Wir halten hier nicht an. Sorry, Jungs, Mädels. Ja, ja, Herr. So, aber unsere Nummer 7 geht jetzt mal hier rüber. Wird gemacht. Und ihr geht hier Richtung Norden. So. Oh, Ballistaturm. Ha, den machen wir natürlich auch nochmal schnell kaputt. So ein Ballistaturm, wenn der da gerade steht, dann ist das für uns ja wirklich kein Hindernis. So, was sehen wir hier? Ach so. Ja, der Schankwirt, der soll mich mal. Ist mir egal. So. Wieso ist das nur einer? Hatte ich nicht irgendwie zwei oder so? Na egal, was soll's. Einer alleine schafft das auch. So, werter Herr Priester, Mönch, wie auch immer. Aha. Bis in den Tod, wie ihr befehlt. Ihr müsst da mal hinter den herlaufen. Und der Rest geht hier nach Norden. Ja. So. Ja, Herr. Ich glaube, wir haben sie schon zerlegt, die paar, die hier kamen. So viel kam hier, glaube ich, gar nicht. Das ist ja gut. Jo, das ging nochmal fix hier. Nech? So wünscht man sich das doch. Ist irgendwer hier rübergekommen? Ich glaube nicht. So, und du musst jetzt hier den komischen Mönch suchen. Ah, da ist er schon. Bruder Johannes, du wirst sterben. Ha! Erwarte kein Erbarmen. Ich habe kein Erbarmen mit dir. So, da hoch kann man wohl auch noch laufen. Muss ich mal echt in Ruhe gucken. Wir haben tatsächlich auch direkt das richtige Wohnhaus gefunden, ne? Wie? Moment. Er wird ja wohl sterben durch den Typen, oder? Beeiligt euch. Ihr werdet angegriffen. Ha! Er ist gestorben. Sehr gut. Danke. Wir werden angegriffen? Von wem? Wo denn? Lehrt sie das Fürchten! Oh! 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 Okay, da muss ich wohl doch noch weiter. Ich tue mein Bestes. Okay, da sind doch noch, ist doch noch irgendein Lager hier, ein Zelt, so eine Zeltstadt. Okay, ist aber nicht viel. Okay, das ist nicht viel. Das sind nur so ein paar kleine Witzfiguren. Nur ein Schlüsselchen. Eine Schatzkiste mit 4.900 Talerchen. So, du gehst jetzt wieder zurück nach Hause. Achso, nee, Moment. Erik geht nochmal zum Teleskop. Wie ihr wollt. Im Moment kann ich keinen Mönch finden. Oh, hast du schon alle erledigt? Oh, das ist ja schön. Ha, habe ich anscheinend schon alle erledigt. Sehr gut. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ich tue mein Bestes. Ja, mein Herr. So. Sehr gut. Drauf da. Macht sie alle platt. Und du kannst zurück zu deinem Sammelpunkt gehen. Dankeschön, dass du mitgemacht hast. Das war sehr zuvorkommend, muss ich sagen. Sehr edel. Ja, geil. Was war denn da los, ey? Okay. Ah, weiß ich nicht, ob wir die alle kaputt machen. Doch, ich glaube, das kriegen wir hin. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Ja, lauft mal durch. Da sind noch welche. Wie ihr befehlt. Bis in den Tod. So, der Rest geht hier durch. So soll es sein. Lehrt sie das Fürchten. Los. Aber die noch alle ausschalten hier. Danke. Sehr schön. So muss das sein. So muss das sein. So wünschen wir uns das doch alles. Auf in den Kampf. So, und ihr Reiter guckt natürlich auch nochmal hier irgendwie irgendwelche anderen Passagen lang. Hier geht es nämlich auch noch hoch. Dafür sind wir da müssen wir auch nochmal schnell nachschauen, dass das hier auch alles seinen rechten Gang geht. Oh, wer kam hier noch? Was war da noch für einer? Oh, wahrscheinlich ein Bauer oder sowas. Sehr gut.
Jungs, ich bin stolz auf euch. Ihr macht das geil. Ihr macht das sehr geil. Ja, Wahnsinn. Also das war jetzt deutlich einfacher als das andere Gebiet. Hier war ja überhaupt keine Verteidigung oder so. Es waren ja keine Türmchen. Waren ja einfach nur die... Ja, einfach nur die Bogenschützen, die da rauskamen. Und da kam halt auch nicht so viel an Bogenschützen raus, weil... Naja, halt alle erledigt, ne? Okay, ich werde jetzt mit Seifried die ganze Zeit bei dem Teleskop stehen bleiben. Das ist mir jetzt irgendwie lieber. Ach, guck mal. Hier oben haben sie sogar noch nicht mal irgendwas eingenommen. Hier gibt es nur eine schöne Eisenstein. Ich hätte aber vielleicht mal dafür sorgen sollen, dass der übernommen wird. Das wäre ja ziemlich episch gewesen. Und ziemlich witzig gewesen. Dann hätte ich den abreißen können und dann wäre es meiner gewesen. Wäre ja viel geiler. Aber ich kann mir schon den Schwefelschacht holen. Das reicht mir. Reicht mir auch. Cool. Das ging ja heute richtig fix. Das hätte ich echt nicht erwartet, dass das so gut funktioniert. Okay, bin ich zufrieden. Ja, kann man sagen, der Tag heute war ein voller Erfolg. Ein voller Erfolg, aber sowas von. Jetzt weiß ich aber gar nicht, was ich als nächstes machen muss. Achso, jetzt muss ich, glaube ich, hier irgendwie wahrscheinlich dann irgendwann demnächst mal dafür sorgen, dass ich da weiterkomme. Dann bräuchte ich hier vielleicht so einen Leibeigenen, der uns dann erstmal hier oben so ein Türmchen hinbaut. Wo geht's denn da bitte hin? Ist das einfach nur ein geschlossenes Tor? Oder was ist da los? Guck mal, da drüben sehen wir was. Und hier müsste ich dann eine... Ach ja, genau, ich muss hier eine Brücke bauen, ne, damit ich da rüberkomme. Das klingt logisch. Klingt relativ logisch. Ohne Brücke komme ich da wahrscheinlich nicht weit. Ach, hier stehen auch noch welche rum. Jawohl. Geht mal darüber. So, Lehmgrube können wir anbauen. Dann können wir ja viel bauen schon wieder. Was? Wir werden angegriffen? Von wo? Was? Wie? Wo? Wie angegriffen werden? Wo denn? Hä? Hä? Wo werden wir denn angegriffen? Wir greifen doch nur an, und zwar hier. Aber hier ist auch kein Feind. Keine Ahnung, ist mir egal. Ach nee, guck mal, hier, Prinzessin Bergmann. Und da ist noch dieser komische Ordensritter gewesen. Au. Oh je, stimmt. Muss ich nochmal gucken, was wir mit dem anstellen. Ha. Stimmt. Ah, Moment. Moment. Was ist das? Gern. Ja. Wir kümmern uns darum. Moment. Hier habe ich doch eben Trupp hingeschickt. Wir kümmern uns darum. Ihr werdet angegriffen. Auf in den Kampf. Ach nee, guck mal. Guck mal einer an. Boah. Alter, das ist aber richtig heftig hier. Wohnstätte. Ach, die Wohnstätten sind das. Wir müssen die Wohnstätten kaputt hauen. Scheiße. Boah, die rotzen aber richtig rein hier. Die Dinger. Okay. Da habe ich mit meinem Reiter natürlich keine Chance. Okay. Das wird eine etwas interessantere Geschichte. Wird gemacht. So, wir müssen gleich diese komischen Ordensritter da kaputt hauen. Und ich glaube, wir gehen nochmal kurz hierher. Aber da wird wahrscheinlich nichts sein. Nö, kein neuer Mönch. Okay, das ist ja gut. Das ist ja schon mal gut. Wie ihr wünscht. So, dann werde ich mal hier meine Schützen mitnehmen. Wie soll ich mich konzentrieren? Und vielleicht einen Trupp Speerträger. Damit wir auf alles vorbereitet sind. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ihr geht mal mit dazu. Und wo ist der Trupp Speerträger? Hier. Hier ist ein Trupp Speerträger. Den nehmen wir auch noch mit. Das kann ich. Weil da ist dieser komische Ordensritter. Dem will ich natürlich nochmal schön meine Meinung geigen. Dann ist da diese komische Prinzessin, mit der muss ich noch quatschen, die irgendwo hier rumsteht bei dem der Blümchen. Hier sind die Bösen. Mit denen müssen wir fertig werden. Und hier so eine Kack... Ah, diese Kack-Wohnstätte hier. Das gibt's ja wohl nicht. Ist ja frech. Okay, dann gehe ich dann lieber mal hin. Ach so, wisst ihr was? Ich mach das anders. Ich baue einfach mal eine Kanone. Komm, ich habe doch noch hier irgendwo eine Kanonengießerei. Bumm. Die nehmen wir dann mit.
Sie kann dann rüber und die wird sich dann um die Gebäude kümmern. Dann habe ich dann nicht irgendwie die Gefahr, dass irgendwelche Leute von mir verschütt gehen. Das wäre ja ganz schön, ganz angenehm. So, das Türmchen ist gleich gebaut, ne? Das ist doch wunderbar, wunderbar. Achso, hier ist auch extra der grüne Kringel, dass wir hier irgendwie angreifen müssen. Hm. Was? Ach so, ach so. Mann, Leute. Ich bin verwirrt. Bitte, bitte seid vorsichtig. Was sind das mal für welche hier? Drei Schwertkämpfer? Trupps. Was wollen die denn hier? Die kommen aber mal hier mit zu. Hä? Ach so, die hatte ich ja... Ah, okay, ich verstehe. Die hatte ich da zum Schutz abgestellt. Weil ich ja wollte, dass... wie ihr wünscht. Dass da keiner womöglich noch durchbricht. Aber ich glaube, da muss ich mir gar keine Sorgen machen. Einzigen Sorgen wären, dass dann Priester durchbricht. Jo, dann würde ich sagen, dann war es das für heute. Wir haben viel geschafft. Wir haben innerhalb von noch nicht mal 10 Minuten dieses gesamte Gebiet hier zerlegt, gefühlt. Und jetzt fehlen nur noch darum diese komischen Wohnstätten, die wir noch schnell aus dem Weg räumen. Und dann haben wir es eigentlich fast geschafft. Guck mal, da unten ist noch eine Kiste, die muss ich mir dann noch schnappen. Baue ich noch ein Türmchen hier hin und dann sind wir am Ende der Folge angelangt. Ich muss noch gucken, dass ja die passt noch in die Architektenstube. Sind wir am Ende der Folge angelangt und ja, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.